Die ungewöhnlichsten Hybridtiere, die es wirklich gibt. Jedes Lebewesen ist schön und einzigartig, aber manchmal kommt es zu Kreuzungen zwischen Arten, aus denen eine neue Rasse, ein sogenannter Hybrid, entsteht. Und einige, wie etwa der Tigon, sehen bezaubernd aus. Hast du schon einmal von einem Zebresel gehört? Sieh dir die ungewöhnlichsten Hybridtiere an, die es wirklich gibt. Nummer 1 ist ziemlich schockierend, das kann ich versprechen. A zonkey. Yeah, that's actually a thing. His name is Zippy. And it's no wonder. Look at him go! Nummer 2. Das Kama. Lamas sind flauschige, kamelartige Tiere in Mittel- und Südamerika. Aber wie nennt man die gemeinsamen Nachkommen von Lamas und Kamelen? Kamas. Im Gegensatz zu Kamelen haben Kamas keine Höcker und kürzere Ohren, dafür aber lange Schwänze. Wie Kamele können sie jedoch große Mengen Wasser auf einmal trinken und lange ohne Wasser überleben. Die Vorstellung, der Kamelhöcker würde Wasser speichern, ist falsch. Er speichert nur Fett. Das Wasser wird in der Blutbahn gespeichert. Kamas entstanden durch künstliche Befruchtung im Camel Reproduction Center in Dubai, wo Dromedare und Lamas gekreuzt werden. In der Natur begegnen sich Kamele und Lamas niemals, weshalb sich Kamas in freier Wildbahn nicht fortpflanzen können. Das Kama wurde 1998 gezüchtet, um ein Tier zu schaffen, das mehr Wolle produziert als Lamas. Nummer 11. Der Leopon. Ein Leopon ist der Nachfahre eines Leopardenmännchens und einer Löwin. Ein schöner, ziemlich seltener Hybride. Er sieht aus wie ein Leopard mit einem Löwenkopf und braunen statt schwarzen Flecken. Am Schwanzende ist ein Büschel, das von der Löwin stammt, was ihn als Löwe-Leopard-Kreuzung ausweist. Wie Leoparden klettern und schwimmen Leopons gerne. Wie andere Hybridkatzen wird man Leopons kaum in freier Wildbahn antreffen. Der erste Leopon wurde 1910 in Indien gezüchtet, aber er lebte nicht lange. Weltweit gibt es nur noch 100 Leopons, alle in Gefangenschaft, weil sie durch somatische Hybridisierung entstanden. Jedes Leopon-Weibchen ist fruchtbar und verhält sich bei Paarung und Aufzucht wie eine Löwin. Aber Leopon-Männchen können, obwohl sie über Fortpflanzungsorgane verfügen, keine Weibchen befruchten. Man kann zur Aufzucht der Leopons also nur Weibchen verwenden, da die Männchen unfruchtbar sind. Nummer 10. Der Zebresel. Was erhält man, wenn man ein Zebra und einen Esel kreuzt? Einen Zebresel. Das ist eine Kreuzung zwischen einem Zebramännchen und einer Eselin. Ein Zebreselfohlen kann schon kurz nach der Geburt entstehen, genau wie seine Zebra- und Eselverwandten. Aber in den ersten 5 bis 6 Monaten bleibt es dicht bei seiner Mutter. Diese Tiere sind sehr kräftig und sollen von ihren Zebraeltern die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge geerbt haben. Leider haben sie ihr Temperament vom Zebravater, weshalb sie aggressiver sind als Esel. Zebresel sind unfruchtbar, da sie eine Kreuzung zweier unterschiedlicher Arten sind. Nur selten ist ein weiblicher Zebresel fortpflanzungsfähig. Nummer 9. Der Zoo. Eine Erzeugung des Zoo-Hybriden war unvermeidlich. Er entsteht, wenn man Yaks und Hausrinder kreuzt. Zoos sind kleiner als Yaks, aber größer als Hausrinder. Im Gesicht ähnelt Zoos oft Kühen, sie haben aber das für Yaks typische zottelige Fell und die Hörner. In der Mongolei und im Himalaya sind Kainak, Zoo und Orso gebräuchliche Bezeichnungen für ähnliche Jagd-Kuh-Hybriden. Zoos werden wie Yaks von Tibetern, Mongolen und anderen Völkern als Lasttiere im Hochgebirge eingesetzt. Zoos sind aufgrund ihrer Abstammung von Kühen geschickter als Yaks, haben aber in großen Höhen nicht solche Atemprobleme wie Rinder. Nummer 8. Der Maulesel. Hybridpferde wie Maultiere und Maulesel sind beliebt, weil sie die Zuverlässigkeit und Kraft von Pferden mit der Robustheit und Ausdauer von Eseln verbinden. Ein Maulesel ist die Kreuzung zwischen Pferdehengst und Eselstute. Eselinnen haben eine kleinere Gebärmutter als Pferdestuten, weshalb Maulesel meist kleiner sind. Die Mähne und der Schwanz sind bei Mauleseln pferdeähnlicher als bei Maultieren, obwohl sie die gleichen genetischen Voraussetzungen haben. Männliche Maultiere und Maulesel sind oft unfruchtbar, da Pferde 2 Chromosomen mehr haben als Esel. Maultiere sind intelligent, widerstandsfähig und geschickt. Maultiere und Maulesel können in der Landwirtschaft als Haustiere und sogar für Langstreckenrennen eingesetzt werden. Nummer 7. Der Keuwolf.
Ein interessanter Hybrid ist der Keulwolf. Diese Tiere sind Kreuzungen im Wesentlichen aus Kojote, Grauwolf und Haushund, die im vergangenen Jahrhundert in Kanada und im Osten der USA häufig vorkamen. In den frühen 1900er Jahren könnten Kojoten aus den USA nach Ontario eingewandert sein und sich mit den wenigen dort verbliebenen Wölfen gekreuzt haben. DNA-Untersuchungen legen nahe, dass sie sich auch mit Hunden gepaart haben. Keulwölfe sind heute in amerikanischen Städten genauso verbreitet wie reinrassige Kojoten, aber sie haben den Ruf, etwas dreister zu sein. Sie sind oft kooperativer, kräftiger und größer und werden später geschlechtsreif als der typische Kojote. Anders als die meisten Hybriden sind Keulwölfe fortpflanzungsfähig. Nummer 6. Das Zebroid. Das Zebroid ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Von seinem extravaganten Aussehen bis zu seiner bizarren Entstehungsgeschichte. Das Zebroid ist eine Kreuzung zwischen Zebra und Pferd. Zebroide wirken wie Fabelwesen, die in die reale Welt gelangt sind. In Wirklichkeit wurden sie vom Evolutionsbiologen Charles Darwin absichtlich gezüchtet. Zebroide sehen aus wie Pferde mit Streifen, vor allem an den Beinen, manchmal auch an Rumpf oder Hals. Zebroide sind einfacher zu reiten als Zebras, da die Körperform des Zebras das Auflegen eines Sattels erschwert. Zebroide sind temperamentvoller als Pferde und dadurch schwieriger im Umgang. Nummer 5. Der Greisbär. Greisbären sind riesig und furchteinflößend, wirken aber gleichzeitig wie übergroße Plüschtiere. Diese seltene Kreuzung ist das Ergebnis einer Paarung zwischen Grizzlies und Eisbären. Faszinierenderweise wurden Greisbären nicht gezüchtet, sondern entstanden in freier Wildbahn, da sich wegen des Klimawandels die unterschiedlichen Lebensräume von Grizzlies und Eisbären immer mehr überschneiden. Greisbären wurden auf Inseln im Südosten Alaskas entdeckt und sehen aus wie Albino-Grizzlies. Wer einen Greisbären sieht, hält ihn wahrscheinlich auch für einen Albino-Grizzly, aber den Greisbären verrät seine Jagdtechnik, die er mit den Eisbären gemeinsam hat. Dieser Hybrid wurde 2006 zum ersten Mal gesichtet, als ein Jäger aus Idaho einen vermeintlichen Eisbären erlegte. Untersuchungen ergaben, dass der Körper genetisch eine Kombination aus Eisbär und Grizzlybär war. Nummer 4. Der Wolfin. So seltsam es klingen mag, Wolfine sind eine Kreuzung aus großem Tümmler und kleinem Schwertwal. In Gefangenschaft gibt es nur ein einziges Exemplar, aber Wolfine wurden auch in freier Wildbahn gesichtet. Wolfine haben schärfere Zähne als große Tümmler. Die Anzahl der Zähne eines Wolfins liegt zwischen der seiner Eltern. Ein großer Tümmler hat 88 Zähne, ein kleiner Schwertwal 44, ein Wolfin 66. Diese Hybriden können sich normal fortpflanzen und der einzige in Gefangenschaft lebende Wolfin namens Kekai Malu lebt im Sea Life Park auf Hawaii. Erstaunlicherweise hat Kekai 3 Wolfinkälber geboren, von denen allerdings nur eines, ein Weibchen namens Kavili Kai, bis zum Erwachsenenalter überlebte. Nummer 3. Der Beefalo. Ein Beefalo ist eine Kreuzung zwischen Hausrind und amerikanischem Bison. Aber diese beiden Rinderrassen wären sich in der Natur nie begegnet, um einen so ungewöhnlichen Hybrid-Nachkommen zu erzeugen. Zufällige Kreuzungen der beiden Arten wurden schon 1749 entdeckt. Im 19. Jahrhundert züchtete dann ein Landwirt den Beefalo, um die Rindfleischindustrie zu unterstützen. Das war jedoch nicht so erfolgreich wie erwartet. Beefalos sehen nicht immer gleich aus, sind aber im Allgemeinen groß und ziemlich muskulös, ähnlich wie Bisons. Das Kreuzen von Bisons mit Rindern hat sich inzwischen negativ auf den Bisonbestand ausgewirkt. Nummer 2. Der Tigon. Der magisch aussehende Tigon ist das Kind eines Tigermännchens und einer Löwin. Diese hybride Wildkatze ist vielleicht nicht so beeindruckend wie ihr größerer Cousin, der Liger, aber sie macht ihre geringe Größe durch ihr auffälliges Aussehen wett. Tigons haben vom Tiger die schwarzen Streifen und vom Löwen die majestätische Mähne. Die Streifen des Tigons verblassen, wenn er heranwächst, sind aber immer noch zu sehen. Es gibt eine Vielzahl von Tiger-Löwen-Hybriden, aber einer der schönsten ist der Nachwuchs eines weißen Tigermännchens und einer Löwin. Wenn du dich fragst, wie man die Hybridjungen eines Tigon-Weibchens und eines Löwenmännchens nennen soll, bist du nicht allein. 1943 paarte sich im Münchner Tierpark Hellerbrunn ein Tigon-Weibchen mit einem Löwen und ihre Kinder erreichten das Erwachsenenalter, aber niemand wusste, wie man sie nennen sollte. Nummer 1. Ein Gürteltier mit Menschengesicht.
Jetzt wirst du sagen, das ist Photoshop. Ja, ich weiß. Ich habe dies bei meiner Recherche über Tierhybriden entdeckt. Und es ist so lebensecht, dass ich es mit euch teilen möchte. Es handelt sich um eine Silikonskulptur eines Gürteltiers mit Menschengesicht, die so echt aussieht, dass man sich fragt, wie es wäre, wenn es solche Geschöpfe tatsächlich gäbe. Stell dir vor, du würdest diesem Wesen in Wirklichkeit begegnen. Und man kann es nicht nur ansehen, sondern auch anfassen. Die bizarre Skulptur ist auf Etsy für 6.500 Euro zu kaufen. Und sie ist ein Unikat. Du wirst sie also als einziger besitzen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Verrätst du mir, welches Tier dich am meisten beeindruckt hat? Vergiss nicht, auf Benachrichtigungen zu klicken und diesen Kanal zu abonnieren.